Du kannst auf Seminare gehen, in denen du lernst, wie du mit eindrucksvollen Gestik die Leute begeisterst. Sieht nur blöd aus. Alleine diese Tipps werden dir ab sofort helfen. Tipp Nummer 1, halte Blickkontakt mit deinem Publikum. Da ganz links sitzen welche, da ganz rechts sitzen welche, sogar da oben. Euch sehe ich jetzt erst. Und da hinten sitzen auch welche. Wenn ein Mensch unsicher ist, wendet er den Blickkontakt ab. Ungeübte Rednerinnen und Redner tun das auch. Sie schaffen es nicht, ihr Publikum anzuschauen. Und deswegen gehst du zukünftig auf eine Bühne oder bei einem Meeting stehst du auf und schaust alle an, bevor du etwas sagst. Nimm den Standort ein. Leg deine Hände in den sogenannten neutralen Bereich, 7 Zentimeter über dem Bauchnabel. Du kannst einen Daumen in die Hand legen. Und dann lässt du sie einfach frei. Wenn die Ellbogen nicht am Körper sind, ist deine Gestik frei. Und wenn du was Positives sagst, wirst du so machen. Und wenn du was Negatives sagst, wirst du so machen. Und das automatisch, weil ihr das da draußen, wenn ihr in der Pause miteinander sprecht, auch so macht.